Ja, und damit willkommen zurück zu Murder Soul Suspect Folge 3. Zimmer 3F, was erwartet uns da? Wir sehen schon ein paar Dämonen. Und ich habe keine Lust, die zu begegnen. Denn... Aber ich würde doch schon gerne hier alles rausfinden und... Hast du nicht gesehen? Huch, wo bin ich denn jetzt hier? Poltergeist R2. Okay, der kommt jetzt hier lang. Ich traue mich nicht so ganz hier rauszugehen, weil manchmal... Schauen wir mal. Du bist es. Zieh dir das in die Plätze rein. Passt schon, danke. Hey, du bist im Fernsehen, ja. Oh, der kommt hier durch, oder? Huh, nee, ich dachte schon. So, ein bisschen aufpassen. Da ist noch ein Boiler. Ich versuche mal ganz... So, Fallakte. Es gibt in Salem viele Arten an Objekten zu entdecken. Achte auf deine Umgebung, während du sie erkundest. Selbst das einfachste Papier kann Geheimnisse zur Stadt und den Menschen, die hier leben, enthüllen. Tja, was willst du mir? Keine Ahnung. Eine Party vielleicht. Tja, nach Boston fahren. Nach Boston fahren? Was ist der Sinn einer Party, wenn man sie planen muss? Dann wäre es ja Arbeit. Muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben? Verstehe ich nicht. Meine Party heißt nicht, dass ich alles allein machen muss. Für mich wäre es okay, wenn wir einfach einen Film gucken würden. Tolle Party. Okay, die bleiben auf jeden Fall da, die zwei Dämonen. Das heißt, wir können da eigentlich ganz gespannt und in Ruhe eigentlich... gucken, dass wir da jetzt durchkommen. Ich muss mal eben schauen. Huch, was war das denn? Lol. Können wir denn irgendwas entdecken hier? Freischalten oder so? Irgendwas? Gut, das war wieder der Poltergeist. Den können wir da aktivieren. Dann sind die wahrscheinlich abgelenkt etwas. Hier ist aber auch nichts irgendwie. Es ist schon wieder so unvermeidlich dunkel, oder meine ich das nur? Oder bin ich da... Bin ich da nicht im Bilde? Es ist sehr, sehr merkwürdig gerade. Ja gut, schauen wir mal, ob wir vielleicht an den... An den Dämonen... rankommen. Da liegt auch was auf dem Boden. So. Stand ja von hinten angreifen. Von hinten. Das war falsch. Verdammt. Verdammt, wie renne ich nochmal? Hallo? Verdammt, das war falsch. Verdammt! Dämonen entkommen! Während der Mond dich... Ja. Jetzt ist er wieder zurück, ne? Puh! Aber ich hatte die Tasten eigentlich gedrückt gehabt, deswegen bin ich so ein bisschen verwunderlich, dass es gerade nicht geklappt hat. Da müssen wir dann nochmal schauen. Also, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Ich drücke doch, ich drücke! Oh, das gibt's nicht.
Wow. Huh. Ich drücke die ganze Zeit die Tasten, aber irgendwie funktioniert das nicht. Wo ist er denn jetzt? Ah, ist schon wieder zurück. Okay. Also wir werden das noch... Also diese verdammte Dämonen, das ist unglaublich. Dämonenparty. On the rocks, bitte. So, kurz nochmal warten. Und dann nochmal kurz schauen. Irgendwie habe ich so... Irgendwie habe ich so ein bisschen... das Gefühl, dass er uns veräppeln möchte. Veräppeln. So, R2 halten zum Vernichten. Halten und dann... Ach so, ich muss den Stick... Ah, alles klar. Wah, 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 wah. Ach, ich muss den Stick ja auch und nicht... Ah, ich habe das Digipad gedrückt gerade. Ich musste den Stick verwenden, aber schnell. Okay. So, jetzt schnell. Zack, 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 zack. Uah. Beeil dich, beeil dich. Uah, beeil dich. Uah, fuck. Ich hab mich festgehalten. Verdammte Axt. Oh Mann, 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 oh Mann. Wir werden das noch hinbekommen. Auf jeden Fall, wir werden das hinbekommen. Das ist kein... Das kriegen wir hin. Definitiv kriegen wir das hin. Geh weg, du Dämon. So, jetzt steht er wieder da, ne? Gott sei Dank, so. Huh. Also, auf ein neues. Ich drücke aber auch die ganze Zeit das Digipad, das ist unglaublich. Ist unfucking fassbar. So, R2 halten. Und jetzt. Warum passiert da nichts? Uah! Ich habe die Tasten gedrückt. Irgendwie passiert da nichts. Irgendwie passierte da gerade nichts. Ich habe keine Ahnung warum. Verdammt. Mist. Dass er sich immer so schnell umdreht. Ist ja kacke. Kann man den bei dem Suchmodus eigentlich auch angreifen? Ich weiß es gar nicht. Der soll verschwinden, verdammt nochmal. Geh weg, du hässliches Stück. Oh, Gott sei Dank. Huh. Das war ja auch allerletzte Eisenbahn. Was haben wir denn hier? Nehme ich gleich auf. Nein! Du Scheiß! Oh! Ich werde so sterben. Das ist ja heiter. Ja, verstecke dich, um aus den Augen verloren zu werden. Ich, ja. Dass die Folge so beginnt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nun gut. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Aber muss ich dann R2 loslassen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, das gibt's doch nicht! Was mache ich denn? Ich hab doch...
Ich verstehe das nicht. Ich habe doch R2 gedrückt gehalten. Das ist doch unfassbar. Boah, dieses Scheiß... Verschwinde. Ich bin nicht da. Das gibt's doch nicht, ey. Verdammt nochmal. Diese Kackdämonen. So, jetzt probiere ich das nochmal aus. Jawohl, jetzt hat's geklappt. Wunderbar. Vielleicht muss man die mehrmals angreifen. Ich weiß es gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Wo kommen wir denn hier eigentlich hin? Hier waren wir auch noch gar nicht, ne, oder? Könnten wir uns auch verstecken? So. Hoi. Stromschlag oder aufgeschlitzte Pulsadern? Warum hast du das getan? Ich würde gerne... Es sieht aber eher nach aufgeschlitzten Pulsadern aus. Weil er das Messer da liegen hat. Scheiße. Warum hast du das getan, Kleiner? Stimmen. Diese verfluchten Stimmen. Ich hatte Angst und war allein. Ich wollte bloß, dass sie aufhören. Warum hast du niemanden um Hilfe gebeten? Einen Arzt oder einen Freund oder so? Niemand hat zugehört. Niemand hat mich ernst genommen. Nur so konnte ich sie zum Schweigen bringen. Da war so viel Lärm. Aber jetzt ist es still. Wirklich still. Tut mir leid, so hat es nicht enden dürfen. Tja, ach nee, da ist das Radio noch. Oh Mist. Hm. Okay, dann können wir nur... Hören Sie das? Okay. Nee, was wollte ich sagen? Okay, man kann dann immer nur eine Frage stellen. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Wen haben wir denn da? Okay, da können wir nichts machen bei ihm hier. So, wo ist denn der Dämon? Da ist der Dämon. Nein, man muss es schnell machen und gleichzeitig. Dann funktioniert es auch. So, waren wir denn jetzt hier schon überall gewesen? Huch. Ja, hier waren wir schon. Genau, ich wollte das noch gerne nochmal mit dem Fernseher nochmal ausprobieren. Okay. Aber ansonsten... Hallo? Ansonsten war hier doch eigentlich nichts gewesen, was von Interesse ist, oder? Kommen wir hier? Ne, hier kommen wir nicht raus. Hier war auch der Fernseher. Hm, unsere Ermittlungsstocken. Ach ja, hier war ja noch der Brief, genau. Den hätten wir jetzt beinahe vergessen. Lillian und... Okay, Lillian. Nebenfälle. Hier können gesammelte Artefakte eingesehen werden. Kehre ja zurück, um während der Erkundung Salems deine Sammlung zu betrachten. Wenn Ronan Lillian sagt, weiß ich nie, ob er von seiner Mutter oder seiner Waffe spricht. Das Ganze wird noch dadurch verkompliziert, dass die Waffe ein Geschenk seiner Mutter war und er sie nach ihm benannte. Normale Paare haben solche Probleme nicht. Lillian und Lillian. Okay. Hatten wir denn, wie viele Boiler hatten wir denn bisher gefunden? Ich muss mal eben schauen. Wo war das denn mit den Boilern? Hinweise, alle im Rahmen... Hatten wir das schon gelesen? Sieh öfter mal rein, um dich zu informieren, Hinweise in ihre Fundorte zu erinnern. Ja, nicht geklärte Sache. Neu. Das hatten wir doch schon gelesen. Hier. Hier gefangen. Wenn ich nicht kläre, blablabla. Das hatten wir eigentlich schon gelesen. Eigentlich ja. Das hatten wir auch schon gelesen. Das war Dings am Fundort. Das war das mit der ermordeten Frau. Ja, wo ist denn das nochmal mit den Boilern gewesen? Wo konnte ich das denn nochmal nachsehen? Was ist das hier? Ach so. Ah, hier. Zwei Boiler fehlen uns noch. Ein nasses Grab. Dann schauen wir doch mal, ob wir die zwei Boiler noch auf die Schnelle finden. North Stairwell.
Okay, den obersten Stock kann ich noch nicht gucken. Mit meiner Fähigkeit. Oh. Jetzt sind wir oben. Ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Ein Typ wurde aus dem Fenster geworfen. Genaueres wissen wir noch nicht. Aus dem Fenster geworfen? Von wem? Ja, wer war's? Tut mir leid. Wie gesagt, die Untersuchung läuft noch. Sind wir hier noch sicher? Ja, ist das Gebäude sicher? Der Täter ist nicht mehr hier, falls Sie das meinen. Nein. Sie haben ihn nicht gefasst, aber Sie sind sich ziemlich sicher, dass er nicht mehr hier ist. Officer Morgan, loses Mundwerk? Was? Sie wollen bloß wissen, ob hier ein Mörder rumschleicht. Entspann dich, okay? Ma'am, das Salem Police Department wird das aufklären. Keine Sorge. Wenn Sie keinen Verdächtigen festgenommen haben, woher wissen Sie dann, dass er nicht mehr hier ist? Finde ich schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter Schwede, ist das gruselig. So, um noch mehr aufzudecken der Geschichte. Ich würde aber gerne erstmal hier Besitz ergreifen. Gedanken lesen. Scott sollte sich mal entspannen. Genau. Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Warum will jeder die ekligen Details wissen? Warum will jeder die ekligen Details wissen? Das wollen immer. Es gibt immer Neugierige und die wird es immer geben. Warum fällt mir keine originelle Frage ein? Warum antwortet der Jill nicht? Sie stellt wichtige Fragen. Vor allem, was ich mich gerade frage, sind das Hausbewohner oder sind das, einfach nur Publikum? Weil was haben die dann hier im Haus zu suchen, wenn das nur Publikum ist? Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Ich sollte bei diesen Leuten bleiben, wenn ich gehe. Was fürchten Sie? Dass wir Angst vor Mörder bekommen? Die haben wir längst. Gott, warum erzählen Sie uns nichts? Okay. Da hinten sitzt ein älteres Ehepaar oder was das ist. Geistergestalt. Ich finde das so geil. Das ist so gruselig. Und dann auf einmal... Das ist so cool gemacht. Hey, Broyles. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Baxter sucht das Mädchen. Baxter hat sich nach einer vermissten Mieterin erkundigt. Meiner Mom. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Warum war der Mörder hier? Was habe ich übersehen? So, jetzt können wir erstmal wieder unseren Tatort durchsuchen. So, von hier kamen wir ja. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Es gibt insgesamt 14 Hinweise hier zu finden. Details untersuchen. Statusabfrage der Vermisstenmeldung. Foster Cassandra, ist das richtig? Forster Cassandra? Cassandra Forster? Jawohl. Das... Kleinen Moment bitte. So. Musste kurz mal husten. Das ist dieselbe Cassandra Forster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salems gearbeitet hat. Eine der vermissten Mieterinnen, Cassandra Forster, hat als beratendes Medium für die Polizei gearbeitet. Jawohl. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben.
Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte. Ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Sorge um Joys Sicherheit. Cassandras Hauptsorge ist die Sicherheit ihrer Tochter. Okay, sie hat also, war ein Medium, hat wahrscheinlich auch mit Geistern und Beschwörungen und sowas zu tun gehabt. Ich frage mich auch gerade, wo der Boiler ist. Spirituell. Buch über Geister. Ein Buch über Geister und verschiedene Reiche. Hier ist der Boiler, oder? Enthüllung. Du kannst Erinnerungsrückstände in diesen Reich enthüllen. Entschuldigung. Ich habe einen Frosch im Hals. Detailanalyse. Verängstigt. Sich versteckend, ruhig, beobachtend. Ignorierend. Ich würde sagen, sie ist verängstigt. Sich versteckend. Und sie beobachtend, würde ich behaupten. Sie hat ihn gesehen. Sie hat unseren Mörder gesehen. Sich versteckende Zeugin. Es gab eine Zeugin meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Das ist schon richtig cool gemacht. Also, muss man schon sagen, ist schon verdammt geil. So, hier können wir es noch verlassen, aber ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal noch hier drin, noch ein paar Hinweise zu finden. Und ich würde sagen, die nächsten Hinweise, die finden wir in einer weiteren Folge bei Murder Soul Suspect. Dann schaltet ihr wieder ein. Also, bis demnächst. Ciao.